Also erst habe ich natürlich alles gut gesägt. Das heißt also die Motorsäge mit 1,50 Meter Schwert drauf. Habe sie erstmal schön den Baum filetiert, das heißt besäumt, abgeschnitten. Dann habe ich den Block umgelegt, dann habe ich ihn eingetaucht mit der Säge, habe den Innenschnitt gemacht. Nach dem Innenschnitt habe ich es rausgeholt und dann kommt der nächste Schritt. Der nächste Schritt dann heißt dann einfach hobeln, hobeln, hobeln. Nach dem Hobeln ist dann alles komplett kantenklar, alles sehr rechteckig, sehr gerade, sehr exakt. Und dann wird angefangen zu fräsen, zu schleifen, Bandschleifer, Exzenterschleifer, viel Handarbeit, viel mit der Hand nachher geschliffen. Ja, und dann wird die ganze Geschichte nachher noch veredelt. Und wenn sie veredelt ist, dann bin ich fertig.